Kenia, ein Land mit vielen Gesichtern. Wir sind ca. 60 Kilometer von der Hauptstadt Nairobi entfernt. Hier ist die Gegend karg und trocken. Die meisten Menschen leben von der Landwirtschaft. Das Problem, oft bleiben die Regenzeiten aus. Aber wenn es regnet, dann steht alles unter Wasser. Dabei ist Wasser so kostbar. Wir vom Verein Hilfe zur Selbsthilfe Munyu Kenia e.V. haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen zu helfen. Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns in Deutschland. Menschen, die jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen. Und Kinder, die nicht das Privileg haben, in eine gute Schule zu gehen. Wir vom Verein möchten die Menschen aus Munyu bestmöglich unterstützen. Und wir haben bereits einiges erreicht. In Butuan-Yaga haben jetzt 45 Familien einen Wasserteich. Die Frauen haben 6,5 Kilometer Gräben gebuddelt, in denen das Wasser aufgefangen und in die Teiche geleitet wird. Das Wasser wird zur Bewässerung der Felder, für Hühner und Ziegen, zum Wäschewaschen und als Trinkwasser verwendet. Zudem haben wir zwei Schulen gebaut. Eine davon ist die Mary Magdalene Academy in Munyu. Wir möchten, dass die Kinder in Kenia eine gute Ausbildung bekommen. Nur mit einem guten Schulabschluss können sie eine weiterführende Schule besuchen. Denn schon John F. Kennedy hat festgestellt, dass es nur eins gibt, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Nämlich keine Bildung. Außerdem unterstützen wir Menschen, die körperlich oder geistig schlechter gestellt sind als wir. Die Maria Magdalena Special School für Kinder mit mehrfacher Behinderung hat inzwischen 120 Schüler und ist eine Vorzeigeschule. Wir unterstützen auch die Maria Magdalena Sheltered Workshops. Hier haben behinderte Menschen ein besonderes Umfeld, das sie zum Leben und Arbeiten brauchen. Schließlich hätten diese jungen Erwachsenen in der freien Wirtschaft keine Chance. Hier können sie sich entfalten, aber es fehlt noch an vielem. Wir brauchen weitere Wohngebäude und die Werkstätten müssen unbedingt erweitert werden. Alle Projekte wären aber natürlich ohne die zahlreichen Spender nicht möglich. Wie beispielsweise die vielen Schulen, die uns seit Jahren unterstützen. Weitere Informationen zu unseren aktuellen Projekten finden Sie auf unserer Webseite munyu.de. Unsere Mitarbeiter in Kenia, Hubert Zenger und James Gichuru, sorgen dafür, dass Ihre Spende auch genau dort ankommt, wo Sie mögen. Wenn auch Sie den Verein Hilfe zur Selbsthilfe Munyu Kenia e.V. unterstützen möchten, dann spenden Sie. Zum Beispiel für einen Stuhl oder Tisch für die Academy Munyu, der von den Menschen mit Behinderung in den Sheltered Workshops gebaut wird. Helfen Sie uns helfen, gemeinsam für eine bessere Welt.